Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen mit Dirk Helger und dem Stable Trader. Und ich bin auch dabei. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie von FX Flat. Freue mich sehr, dass Sie heute live dabei sind. Ich glaube, das Wetter macht auch heute auch mit. Ein gutes Wetter, um ein Webinar zu halten und teilzunehmen. Hier in Köln regnet es. Tja, als gäbe es keinen Morgen mehr, oder Dirk? Ja, stimmt. Und ja, bevor ich aber an den Dirk den Bildschirm übergebe, müssen wir wie immer den Risikohinweis besprechen. Denn dieses Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Webinar nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Das ist ganz wichtig. Okay, okay. Also, lieber Dirk, ich hoffe, du hast deinen Kaffee. Alleine bist du auch augenscheinlich auch nicht. Und deswegen kann es eigentlich nur ein kurzes Webinar geben. Viel Erfolg und viel Spaß. Ja, hoffen wir, dass das funktioniert. Ich komme sogar mit einem neuen Monitor hier um die Ecke. Das ist wirklich der Wahnsinn. Jetzt weiß ich nur noch nicht, wo der ist. Moment, ich finde den aber. Genau, das sieht doch erstmal gut aus. Mein Ton ist da. Ja. Sehr gut. So, dann sage ich an der Stelle doch auch mal Hallo und herzlich willkommen. Ich mache mir jetzt aber hier erstmal die Fragen auf und hoffe wie immer, dass die nicht auf dem falschen Bildschirm rauskommen. Nee, alles gut. So, da sind sie doch. Und ja, also, heute wieder Live-Trading, heute mit Kaffee und mit Kamera. Hat ja lang genug gedauert, ne, bis das mal wieder funktioniert hat. Und aber jetzt ist alles wieder so, aber... Ja, ruckelt wahrscheinlich noch wie vorher, aber so ist es halt. So, ich habe ja gesagt, wäre schön, wenn ich nicht alleine wäre, aber wie ich sehe, fühlt sich das ja hier erstmal ganz gut. Wie üblich dauert das immer so ein bisschen, bis auch der Letzte irgendwie eingetrudelt ist. Deswegen macht es ja auch gar nicht so wahnsinnig viel Sinn, da halt immer direkt sich zu überschlagen um irgendwie 8.45 Uhr. Wobei ich heute Morgen wirklich, gerade schon gesagt, auf den letzten Drücker. Aber eigentlich nicht. Also ich bin halt irgendwie schon viel, viel länger wach und habe gedacht, och, heute hast du ja Zeit und kannst ja alles in Ruhe vorbereiten. Und oft ist ja dann so, man denkt, okay, man hat alle Zeit der Welt. Und dann wird es nachher plötzlich hektisch, weil man irgendwie vorher kein Tempo drauf gehabt hat. Ist mir irgendwie letztens so gegangen, wo ich dann halt irgendwie ins Ausland geflogen bin, habe ich auch gedacht, ey, ich war noch nie so gut vorbereitet. Ja, und zum Schluss habe ich den Zug verpasst zum Flughafen, weil ich zu entspannt war. Und wirklich war, ne? Ich dachte, oh, das fängt ja schon mal gut an. Aber ich war dann aber auch so gut vorbereitet. Ich hatte auch schon die Alternativzüge, falls ich einen verpasse. Und konnte dann dem Uber-Fahrer dann auch sagen, so, hey, fahr mal direkt irgendwie zum anderen Bahnhof. Und weil das hier wird ja sowieso nichts mehr. Scheinst dich zu kennen. Ja, klar. Also, aber das, wie gesagt, normalerweise bin ich ja wirklich eher so einer auf den letzten Drücker-Typ. Und da war ich über mich selbst erstaunt. Und so, das Witzige war, ich habe ja dann den zweiten Zug genommen und der war noch vor dem anderen da. Keine Ahnung, wie das ging, aber war dann echt so. Ich dachte, das gibt's nicht. Ich hatte irgendwie ein ganzes Zugabteil für mich dann auch alleine, weil den irgendwie keiner gebucht hat oder nicht ein ganzes Zugabteil, einen ganzen Wagen für mich alleine. Das war natürlich dann erstmal ein ganz netter Start. So, aber dann gehe ich mal rüber auf den Bildschirm und dann gucken wir uns mal an, was da los ist heute und was wir damit veranstalten können. Also wie immer ist es so, ich habe halt hier unten das Live-Chart, die Kamera sitzt doch nicht am richtigen, ja doch, geht. Das Live-Chart, wie immer freigegeben für diejenigen, die keine Lizenz haben, aber das Add-on einfach auf den Chart ziehen und dann sieht man auch, das, was ich hier mache, auf eurem Chart ganz genauso. Was hat der Lutz? Ich lese das die ganze Zeit und kann es irgendwie gar nicht zuordnen. Bindfäden bei uns? Kochen? Verstehe kein Wort. Ich glaube, der Lutz muss oder der Nelson muss mich da mal aufklären. Vielleicht ist das ja irgendwie... Normalerweise verstehe ich den Lutz ja, aber da auch zum ersten Mal noch nie gehört. Ich auch noch nicht. Ich weiß nicht, wo kommt der Lutz her? Das noch Deutschland? Regnet Bindfäden, okay. Was, das ist ein Bademantel? Nein. Das ist einfach nur eine Sommerweste. Das ist kein Bademantel. Das könnte ich auch noch. Nee.
So, gut, haben wir hier genug Bodensee, okay. So, jetzt haben wir auch direkt, siehst du, guck mal an, schon 25% mehr Leute als noch irgendwie vor 5 Minuten, ich wusste es. Die kommen alle auf den letzten Drücker und beschweren sich dann nachher, wenn man also nicht mitkommt, von daher, und die anderen beschweren sich drüber, wenn ich nicht in die Pötte komme. Also, machen wir hier ein Mittelmaß, verzögern 5 Minuten und alles ist schön. Schweizer Ausdruck für Regen, es regnet Bindfäden. Das ist echt schon ein bisschen merkwürdig. Das müsst ihr zugeben. Also, ob das jetzt so irgendwie normal ist, aber also ich meine, Aber, von der Sprache her, bitte. ja, ich sag ja, es ist ja super, dass man sogar hier im Webinar noch was dazu lernt. Es regnet Bindfäden. Ja, okay. Also, das ist ja, ich lasse mal so stehen. Also. Ich habe ja letztens, wir sind zu jung, um das zu kennen. Das ist doch schon mal ein schönes Kompliment. Oder Nehme ich vielleicht auch, an. ja, ne? Ja, du ja sowieso, du bist ja noch Jungspund. So, also ich habe ja letztens was dazu gesagt, was den DAX angeht. Ich vermute, der Nelson hat es auch mit Schrecken gelesen, was ich dazu gesagt habe. Oder auch nicht. Er ist so still. Es gab so Gerüchte. Ja. Also, weil ich habe halt eigentlich so mich mehr oder weniger, eher mehr als weniger dazu entschlossen, den DAX nicht mehr zu handeln. Und also ich habe ja irgendwie ganz, ganz oft mal irgendwie drüber gemosert, was den Markt angeht. Und das Ding ist halt einfach, ne? Ich brauche, wie soll ich das sagen? Also die Strategie, die ja grundsätzlich dahinter liegt. Das ist ja jetzt nichts, was jetzt irgendwie erst seit im halben Jahr oder so da halt ist, sondern ich mache das ja jetzt irgendwie, ich habe da mal nachgeguckt, vor 7 Jahren habe ich das erste Mal halt dazu was gepostet, sieben, jetzt hätte ich beinahe das F-Wort gesagt, also 7 Jahre und wo es ja halt auch statistisch erwiesenermaßen, weil ich ja auch immer wieder mal Trades dazu per Statistik erfasst habe, die ich ja in der Gruppe gepostet habe, das hat ja alles wunderbar funktioniert. Und ich weiß nicht, was das ist. Ich habe da letztens aber auch noch was drüber gelesen, kriegt es aber nicht mehr ganz zusammen. Oder zumindest hat es mich das bestätigt in der Annahme, dass 2020 sich im DAX irgendwas geändert hat. Und was man halt einfach sieht, ist, der Markt läuft anders als vorher. Das muss jetzt natürlich nicht für jede Strategie gelten, das ist klar. Aber ich brauche natürlich jetzt nicht nur für meinen Blog, um dann irgendwie am nächsten Tag sagen zu können, hey, das hat doch super gepasst. Ja, sondern es muss sich auch irgendwie in den Trade halt irgendwie umsetzen lassen. Und da habe ich halt gesehen, hat dass der DAX einfach voller Merkwürdigkeiten halt einfach ist, was wir da hatten. Also ich zeige es jetzt mal hier ganz kurz. Wir haben ja eh noch ein bisschen Zeit bis zur Eröffnung. Mal hier im Daily, ja, wie das Ganze aussieht. Das ist ein Bild, das wird man, behaupte ich, wahrscheinlich seit der DAX besteht, nicht mal irgendwie finden. Also was wir da im Daily halt hatten. Ich meine, Range ist ja das eine, ist ja alles gut und schön. Aber halt, man braucht ja auch irgendwo mal einen Trigger, der dann sagt, jetzt zum Beispiel, was weiß ich, ja, hier diese lange Kerze hier runter. Ich denke, man sieht sie, was ich meine. Bin auch nicht im Bild. Die dann so tief schließt. Dann kann die meinetwegen nochmal zurücklaufen und sollte aber dann nach unten eine Antwort geben. So, was macht der DAX? Bleibt in der Mitte stehen. Okay. Könnt ihr dann irgendwie am nächsten Tag noch runter. Kam ja dann nochmal, rennt dann einfach nochmal in die Mitte. Gut, ist dann halt Range, kann man dann sagen. Ist halt irgendwie ein Fehlsignal, alles gut und schön. Nur was dann gekommen ist, so, jetzt diese Geschichte hier zum Beispiel, irgendwie höheres Hoch, beziehungsweise höher geschlossen, höher geschlossen, höher geschlossen. So, da konnte man schon ein bisschen ahnen, okay, das geht in die Hose, weil kein Volumen dahinter war. Das hat man dann im kleineren Timeframe gesehen. Prompt kam die Antwort hier nach unten, hoppla, mit dieser Geschichte hier, da nach unten und da hätte, weil ja einfach auch der Vortag komplett ausgelöscht war, tief geschlossen, unten in dieser Supportzone, hätte nochmal eine Antwort nach unten kommen müssen. Was macht der DAX? Er macht fast ein Engulfing nach oben. So, nach dem Engulfing nach oben kann man sagen, gut, es waren zwei Fehlausbrüche. Auch noch fein. So, beziehungsweise dann wird es schon unlustig. Was macht er nach einem fast Engulfing nach oben? Er macht ein Engulfing nach unten. Das war dann der dritte Fehlausbruch in Folge. Spätestens hier, unterhalb der Supportzone, hätte noch mal was nach unten kommen müssen. Was macht der DAX? Überbietet sogar die noch mal. Und das ist halt einfach, das ist nicht mehr Range. Und das lässt sich einfach überhaupt, das finde ich,
gar nicht mehr zuordnen. Wie gesagt, ich habe auch ein bisschen was zu dem Marktverhalten gelesen, was da momentan passiert. Und das scheint irgendwie alles so ein bisschen anders zu laufen halt als vorher. Und das ist, und wir reden hier über den Daily. Und der Daily hat ja normalerweise schon, finde ich, die höchste Verlässlichkeit, was jetzt halt eben die Einschätzung für weitere Bewegungen halt angeht. Und im H1 oder so war es noch viel krasser halt, ne? Also es ist normalerweise so ein Engulfing ist ja meistens wirklich so eigentlich ein recht gutes Signal dafür, wo man sagen kann, okay, die Bewegung in die eine Richtung ist jetzt erstmal abgeschlossen. Und selbst wenn dann jetzt irgendwie nicht der große Ausbruch in irgendeine Richtung kommt, ja, aber doch zumindest mal halt dann noch irgendwie ein, zweimal in die andere Richtung. Man hat einfach zu oft gesehen, für meine Begriffe und für meinen Geschmack, dass da halt irgendwie nichts mehr irgendwo verlässlich war. Das Einzige, worauf man noch bauen konnte, das war, es läuft bescheuert hin und her. Und da habe ich halt auch gesagt, naja, dafür braucht man definitiv dann auch keine Strategie beziehungsweise keine Analyse eigentlich dafür, weil dann eine Analyse macht da gar keinen Sinn mehr. Und bei mich ist das natürlich auch persönlich, will ich nicht sagen, ärgert, ja, aber das bringt ja halt auch dann irgendwie nichts, wenn man dann irgendwie zur Hälfte nur noch da halt irgendwie auf der richtigen Seite ist. Und damit kann ja keiner was anfangen, finde ich. Und ich sehe mich da auch immer so ein bisschen in der Verantwortung, weil ich ja halt auch weiß, dass viele lesen, was ich schreibe. Und ich habe auch keine Lust, irgendwie jeden zweiten Tag dann zu erklären, dass der Markt komisch läuft. Und deswegen habe ich dann gesagt, ich glaube, wir brauchen da mal eine kleine Beziehungspause und gucken uns das mal an, wie sich das weiterentwickelt. Und wie gesagt, ich kriege das nicht mehr zusammen. Ihr könnt es ja selber mal irgendwie googeln. Ich habe da einen interessanten Artikel dazu gelesen, was da halt im DAX tatsächlich dann auch anders ist seit 2021. Und das hat mich halt wirklich auch dann vollends irgendwo bestätigt in meiner Annahme, dass das so irgendwie nicht wirklich Sinn macht. Weil was man hier wirklich machen kann, und das ist absolut keine Empfehlung, aber das kann man ja testen, das ist, man kann hier wirklich die verhasste Martingale-Strategie anwenden und ist die sicherste Variante, da jeden Tag oder jeden zweiten Tag spätestens wieder im Gewinn auflösen zu können. Und weil man dann halt natürlich, ich meine, das ist, wie gesagt, ist keine Empfehlung, ja, auf gar keinen Fall wird man auch von mir hier live oder so nicht sehen und auch als Empfehlung nicht hören. Aber wenn ich aber sehe, ja, dass halt jede Gambling-Strategie da letzten Endes nur besser performen kann, als alles, was man da versucht, halt irgendwie im mittelgroßen Timeframe da zu analysieren, dann frage ich mich, warum soll ich mir das antun? Das heißt nicht, dass man irgendwie auf einer Minute oder 2 Minuten da nicht irgendwas handeln kann. Das steht auf einem ganz anderen Blatt, das stelle ich auch überhaupt gar nicht in Abrede. Aber was jetzt halt Bewegungen über Stunden angeht, macht wenig Sinn. Und deswegen habe ich gesagt, ich lasse den jetzt erstmal außen vor, müssen wir gucken, wie ich dann halt in den Webinaren damit umgehe. Also jetzt hier zur morgendlichen Eröffnung. Was man aber ja auch sieht, ist ja, dass das Volumen in den US-Indizes genauso aufkommt um 9 Uhr. Und von daher spricht da auch erstmal wenig dagegen, warum man nicht hier auch handeln kann. Und das werden wir uns heute mal angucken, ob das funktioniert. So würde ich jetzt erstmal damit umgehen. Und finde ich jetzt für mich und für den Ansatz jetzt erstmal die bessere Herangehensweise. Nichtsdestotrotz, im DAX, man hat es ja gestern gesehen, es ist ja nicht so, dass es komplett irgendwie weg ist. Ich habe den ja auch immer noch im Live-Chart drin. Und ich habe ja auch irgendwie schon seit ein paar Tagen geschrieben, hier diese 15.730 ist für meine Begriffe eigentlich die letzte Hürde da oben. Und da sieht man auch deutlich, ne, da ist es ja dann halt irgendwie gestern deutlich abgeprallt, ist aber dann jetzt drüber. Und das wäre jetzt in meinem normalen Ansatz dann auch der Punkt, wo ich sage, naja gut, Rücksetzer auf 730 und dann wieder hoch. Ne? Aber er hat halt wirklich so oft komische Sachen gemacht in letzter Zeit, sodass da irgendwie halt mich wirklich davor scheue, das überhaupt zu handeln. Kann funktionieren. Und würde ich aber dann eher gucken, ob es mit dem DAO dann eben auch zusammenpasst. So, in dem DAO, da bin ich mir nur nicht sicher, ob wir jetzt wirklich zu dieser Stunde, aber am DAX wäre es nicht anders, einen vernünftigen Trade zustande kriegen. Was hat der DAO gemacht? Gestern hatte ich halt hier diese Zone, also hier diese Support-Zone von 34.684 bis runter 34, das ist das 653. Und habe ich halt gesagt, ich weiß halt nicht, wann wir das erreichen. Wir Montag kann auch schon mal ein bisschen tricky sein. Aber generell, wenn das erreicht wird, das Ding ist grün und das sollte halt auch funktionieren. Und so hat das dann auch gemacht. Das ist tatsächlich dann gestern schon dahin gelaufen. Super sauber da rein und dann halt nach Norden. Und hier oben war gestern auch rot, die 35.008.
Die lag da gestern ja auch schon bis dorthin und das war's dann halt. So, und das ist halt sauber und ich will jetzt nicht den DAU loben, der läuft manchmal auch ganz merkwürdig, aber das ist dann halt was, das ist, hat für mich eine Verlässlichkeit jetzt nicht nur, was den Block angeht, sondern eben halt auch, was die Levels angeht. Und die ich halt einfach wirklich ich sag mal, 8 von 10 Tagen, wo man sich da halt wirklich auch sauber drauf verlassen kann. Und damit kann ich natürlich dann halt was anfangen und dass mir das dann besser gefällt als so ein DAX, das ist ja klar. Beziehungsweise als generellen Markt, der halt da komplett irgendwie für meine Begriffe völlig irre durch die Gegend läuft. Logisch. So, das heißt, jetzt hier, das kann man meinetwegen auch gerne auf den DAX projizieren, weil die schon hier wahrscheinlich so ein Synchrontänzchen jetzt veranstalten werden. Heißt es, ich gehe nicht davon aus, dass wir jetzt großartig da oben rauslaufen. Der DAU wird jetzt wohl kaum in dieser Stunde über das Hoch von gestern ziehen. Glaube ich nicht dran. Dafür sehen wir jetzt halt hier zu viel Korrekturdruck, nenne ich es jetzt mal, der hier runter zeigt. Was halt typisch ist, super oft gesehen ist, wenn man halt so ein Level hat, wie jetzt diese 35.008, dass der DAU dann gerne mal so ein Hütchen drüber baut, so nenne ich es halt immer. Das heißt, wir schließen mit einer Kerze drüber, dann bekommt irgendwie die Gegenwehr und die nächste schließt wieder drunter und dann geht es halt in die Korrektur. Das ist absolut typisch. Also das ist wirklich schon so oft gesehen, deswegen wundert mich das Bild jetzt zum Beispiel auch überhaupt nicht. Und für meine Begriffe ist das halt auch sauber. Das heißt, man sieht ja hier zum Beispiel dann in der Stunde, jetzt hier auf dem Preislevel, meinte ich, mach mal dem mal eine andere Farbe. Da sieht man aber halt zum Beispiel jetzt hier dieser letzte Support, ne, von diesem Fehlausbruch darauf. Und das wäre dann für mich jetzt halt auch ganz klar so der Widerstandsbereich, an dem man sich mal Short versuchen dürfte. Problem ist jetzt natürlich halt hier bei 34.980, da sind wir schon gleich wieder im Psychobereich, nämlich bei der 35.000. Und das kann immer mal ein bisschen nervig werden. Deswegen handle ich so runde Marken. Ingolf, was ist los? Ich kriege hier so von der Seite immer so einen reingedrückt. Der Hütchenspieler nennt er mich. Nein, das ist aber halt wirklich ja ganz normal. Und wie gesagt, also hier ich handle die runden Marken nicht gerne, weil da halt der Markt sich gerne mal so ein bisschen merkwürdig bewegt und gerne mal kleben bleibt und dann eben auch nicht vorwärts kommt. Und es kann natürlich auch sein, also Short, es ist halt nur korrektiv, darf man nicht vergessen. Der Trend ist ja erstmal klar long. Und das heißt hier Short, ob das dann halt wirklich die richtige Richtung ist, steht auf echt nochmal einem ganz anderen Blatt. Und da reinzukommen, ist halt auch nochmal so eine Nummer. Schön wäre natürlich, ne, wenn wir jetzt hier einmal eine fette Bewegung nach unten kriegen, hier unten in diesen grünen Bereich. Also das heißt hier unter diese Zwischenhochs von gestern, da würde ich mich mit Long eigentlich dann auch wesentlich besser fühlen. Man kann es natürlich versuchen, da runter zu kommen, aber ich gehe gleich mal rüber auf den anderen Schirm und da sieht man nämlich auch, und mache ich mal gerade, ich hoffe, der Knopf hier funktioniert noch, ja, tut er. Da sieht man nämlich auch im M15, dass da halt schon ordentlich, ich meine, ich bin sofort wieder mit dem Bild dabei, dass da schon ordentlich Support eben auch ist. Und daher, und ich mache das hier mal kleiner. Also hier der M15. Also man kann das machen, ne? Muss aber im Zweifelsfalle schnell sein. Und was haben wir? 9:05 Uhr. Hier sind wir jetzt auch gerade irgendwie, so sieht der 15 Minuten aus. Man könnte es, ich versuche es mal, ich bin mal hier ein bisschen mutig, spontan. Das könnte aber funktionieren, dass wir jetzt zumindest hier unten mal diese Lows anlaufen. Ist natürlich am Tief. Shorten ist immer so ein bisschen tricky. Also die 9:25 Uhr, das wäre jetzt zumindest mal halt hier so die nächste Anlaufstelle. Ich bin aber jetzt hier erstmal nur ganz klein drin. Ja. Aber was mich jetzt so ein bisschen in der Annahme hier bestärkt, das ist diese doch recht ordentliche Order, die wir hier oben sehen im Orderbuch. Und solange die da bleibt, bin ich da eigentlich guter Dinge, dass da auch erstmal ein Stück weiter runtergeschoben wird. Und dass das jetzt halt hier diese 925 jetzt erstmal diese nächste Anlaufstelle ist. Er wird natürlich versuchen, diesen Support
Minuten zu halten. Und deswegen sage ich halt, im Zweifelsfall muss man da halt schon ein bisschen schneller sein, eben auf den Knopf drücken und vor allen Dingen diese Order im Auge behalten. Aber gucken, wie das jetzt hier darstellt, sollte man auch meines Erachtens schnell absichern, weil entweder hat er jetzt Lust, da durchzudrücken oder wir kriegen hier nochmal irgendwie Support. Kann man eventuell auch irgendwie ganz schnell mal raustrailen. Weil wenn er runterschiebt und dann ist natürlich, dann sind wir erstmal relativ safe dabei. Das ging jetzt relativ schnell alles, ich weiß. Und wenn nicht, und dann kann man irgendwie zum späteren Zeitpunkt da nochmal gucken. Ich finde es aber jetzt nicht falsch, mich direkt jetzt hier in den Impuls da rein zu shorten, weil sieht man ja oft, dass es dann halt irgendwie doch in einem Stück dann durch so eine Geschichte durchgeht. Ne? Also hier diese, ich denke mal, das ist klar, deswegen habe ich so eingezeichnet. So, aber wie gesagt, schnell hinterher, ne? Weil das bringt sonst nichts. Ich weiß nicht, ob er durchgeht und vielleicht war der jetzt gerade ein bisschen unglücklich knapp, das kann natürlich sein, weil wie gesagt, ich weiß ja halt zumindest mal, dass der ein oder andere versuchen wird, der hier im Markt mit dabei ist, dass dieses Level gehalten wird. So, ob das gelingt, steht auf einem anderen Blatt. Ich sehe aber auch jetzt hier im Buch irgendwie nichts mehr, was jetzt halt irgendwie größer noch wäre. So, also zum Beispiel eine größere Order, die mit runterwandert und dann auch den Markt nicht mehr zurücklässt. Kann sein, dass die gleich nochmal auftaucht. Weiß ich aber nicht. Aber generell bin ich sowieso, wäre ich hier eher ein Freund von Long. Und war ich vielleicht ein bisschen spät, da hätte ich vielleicht ein bisschen eher reingemusst. Ne? Also am besten dann direkt hier oben, wo der erste Druck dann nach unten gekommen ist. Wäre dann halt schon klüger gewesen. So ist natürlich knapp. Ne? Weil unten Short, wie gesagt, das ist immer. Also wir sind ja jetzt erstmal für heute, sind wir jetzt erstmal am Tagestief. Unten ist immer relativ, aber auch für heute ist es unten. Und das ist immer ein bisschen tricky. Da halt noch vernünftig reinzukommen. Ne? So, aber 5 Punkte sind 5 Punkte. Das ist besser als 5 Punkte minus. Lass ich mal so stehen, die Aussage. Ne? Alright, so. Ich gehe mal nochmal zurück aufs andere Bild. Und man sieht jetzt auch hier, ne, die ganze Geschichte bremst. Ich glaube aber trotzdem auch nicht, dass das hier jetzt großartig halt reicht, sondern wird da wirklich halt. Also dass da jetzt halt so wahnsinnig viel kommt. Das ist aber dann natürlich jetzt auch erstmal eine Vermutung. Da wird man jetzt halt sehen müssen, was passiert, ob da jetzt halt noch was hinterherkommt. Und falls dann doch, ich gehe mal nochmal zurück auf das andere Bild. So, falls dann doch. Und dann wäre aber hier oben dann halt schon wieder Schluss. So, deswegen tippe ich fast drauf, dass der Dauer da halt eher jetzt in der Stunde. Ist natürlich noch sehr früh, die ganze Stunde jetzt einzuschätzen, aber mich würde jetzt nicht wundern, wenn wir danach so ein Doji da hängen haben. Das wäre jetzt nicht wahnsinnig verwunderlich. Was man auch mal im Auge behalten kann, das ist hier oben der Peak, falls es irgendwie noch eine schnelle kleine Übertreibung gibt. Also von diesem Zwischenhoch von gestern. Und da kann man natürlich auch mal drauf gucken, das wäre die 905. Und das wäre natürlich jetzt noch denkbar. Das heißt, wenn jetzt halt hier so eine synchrone Geschichte halt laufen sollte und das heißt, wenn jetzt der DAX als Beispiel sich hier an die 730 aufmacht und der Dow ist zur gleichen Zeit hier, dann kann man das versuchen. Und ich würde jetzt natürlich nicht immer beide halt irgendwie komplett wie soll ich sagen, so irgendwie den unterstellen, dass die halt synchron laufen nach dem Motto, wenn der eine steigt, steigt der andere auch. Aber das Volumen kommt jetzt halt hier mit der Eröffnung jetzt halt rein und man sieht ja auch jetzt zumindest, dass es halt zumindest im Moment ist es halt ja irgendwie eine, ja, so, es ist ja schon fast so ein Synchronschwimmen, was hier jetzt gerade läuft. Von daher kann man das, finde ich, schon kombinieren und kann man auch mal machen, aber nicht blind, ne? Nur weil ich ja halt, wie gesagt, sehe, wir haben halt hier dieses High und von gestern dieser Peak und gleichzeitig an der Stelle hier mit dem Dow, ich vermute mal, es war auch
Von der Zeit müsste das halt auch ähnlich gewesen sein, nicht ganz, aber ist zumindest in zwei Zonen in beiden, die da halt zusammenkommen und die auch an sich Sinn machen. Mir ist halt nur jetzt um für einen generellen Rücklauf nochmal hier hoch, ist mir die 34.905 eigentlich ein bisschen knapp, aber ich gehe wie gesagt davon aus, trotzdem, dass wir da halt was sehen werden. Also es sind noch irgendwie 30 Punkte runter. 34,95. Ich gehe auch mal gerade da rein, damit ich es auch auf dem anderen Schirm sehe. Und mal gucken, ob wir da halt. Na, so, jetzt geht's hier. Ja, ist eigentlich schön zu sehen. Jetzt geht's hier vielleicht weiter. Zum Ende der 15 Minuten hin. Das heißt, eine ähnlich große Order haben wir jetzt halt hier auf tieferem Niveau. Und da wird man halt jetzt dann auch sehen, ob das Ding hält oder nicht. Ich würde jetzt aber hier jetzt nicht nochmal shorten. Weil halt dafür war das halt hier nicht wirklich genug. Also wenn man das shorten will, dann sollte man wirklich, glaube ich, auch hier gucken, dass man mit 5 Punkten Stop maximal 10 irgendwie auskommt. Weil den nach oben durchzuhalten macht keinen Sinn. Weil wenn diese Order echt ist und dann wird da halt auch nachgeliefert. Und dann kommt er da auch nicht drüber. Und deswegen macht ein Stop über der Order nicht wahnsinnig viel Sinn, finde ich. Ich muss noch einen Schluck trinken. Und das heißt auch, auch hier gilt so der übliche Ansatz mit den 15-Minuten-Impuls. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir jetzt in 2 Minuten, man dann schon ein bisschen deutlicher sehen wird, was da jetzt passieren soll. So, also das war die 905. Das war hier unten. Ein Punkt drüber, weil wenn so eine Geschichte als schneller Impuls funktioniert, dann dreht der meistens irgendwie eher so einen Punkt drüber. Und was dann auch oft die schöneren Bewegungen sind, weil nämlich dann halt, wenn dort noch als Beispiel Short-Positionen liegen, die dann auch im Zweifelsfalle schnell aufgelöst werden, um halt entsprechend auch Verluste zu minimieren. Deswegen will ich jetzt gar nicht irgendwie auf den Punkt aushalten, sondern wirklich dann einen Punkt drüber gucken. Ich lasse jetzt erstmal blind da liegen und gucke aber dann gleich, was da passiert, wenn wir da überhaupt hinkommen. Ne? Auch klar. Man kann ja sein, dass wir jetzt hier nach oben laufen oder mal noch eine, auch noch eine in der gleichen Dimension. Ja, das könnte schon ein Eisberg sein, der hier runterdrückt. Ne, hier sieht man es ja irgendwie 60, 69, 70 Kontrakte in Summe. Aber es kann natürlich auch ein Trittbrettfahrer oder Fake sein. Also deswegen, ich hätte eigentlich schon gern, dass die mal irgendwie angelaufen wird, damit man es zumindest mal irgendwie sieht, was da halt passiert. Aber bis jetzt hält er sich ja eher davon fern. So. Das heißt, 15 Minuten schließt auf jeden Fall, hier auf der rechten Seite sieht man es, schließt wohl auf jeden Fall rot ab. Und allein das, das wäre jetzt halt vom Price-Action-Ansatz her auch schon so ein Ding, wo ich sagen würde, könnte auch auf die Sekunde, man kann es mal versuchen, ich gebe mal hier irgendwie eine ganz schnelle rein. Und wenn direkt was kommt, lasse ich die drin. Und wenn nicht, dann nehme ich es nochmal raus. Nee. Okay. Also sieht man oft, wenn zum Beispiel halt, wenn die Bewegung halt deutlich in eine Richtung ist, dass dann wirklich auf die Sekunde dann nochmal ein Schub nach unten kommt. Und deswegen habe ich die jetzt da auch mal kurz hingesetzt. Und das ist meist, das ist halt logischerweise Algo gesteuert, weil so genau auf die Sekunde kriegt man das ja manuell auch nicht hin. Sondern es ist dann wirklich immer direkt mit dem Wechsel. Und aber ist ja jetzt hier nicht passiert. Aber ohnehin ist es sowieso halt ein bisschen schwierig, halt hier am Low, an dem Support, ich mache den M15 mal kurz größer, sieht man es ja, dass das halt hier einfach so, deswegen habe ich das auch im Auge gehabt, das sieht man ja, ne? Wenn man jetzt hier zum Beispiel mal halt so ein bisschen Trend einzeichnet. Und dann sieht das Ganze ja so aus. Also mal Pi mal,
Nein, nein, nein. So mal Pi mal Daumen. Da sieht man ja, dass es von hier dann halt darauf ging. Und das ist halt logischerweise, weil es ja halt eben auch hier der letzte bisschen größere Support war, ne? Beziehungsweise das ja auch hier lange gehalten hat. Kann sich das aber auch den anderen Aspekt auch mal hier genauso angucken. Das heißt, ich mache es mal ein bisschen feiner hier. Da sieht man halt auch ganz deutlich, woher die 980 kommen. Hier sieht man hier viel, viel besser. Das war ja vorhin im H1 eher so ein bisschen rudimentärer. Aber hier wird es dann halt klar, ne? So. Und da sieht man jetzt ja halt auch die Geschichte hier ganz sauber jetzt erstmal da aufgesetzt. Und aber hier, das sind dann jetzt für meine Begriffe die nächsten Kandidaten auf der Oberseite. Ich denke, man kann das verstehen und auch nachvollziehen. Also dieser Bereich, und da sind wir eben bei der 980. Das ist ja genau das, was ich ja auch im großen Bild im H1 ja auch entsprechend gezeigt habe. Ne? Hier die 980. Und das ist ja nur das Bild, was sich ja halt hier bestätigt. So, und das heißt, und deswegen war das für mich ja auch, wo ich auch gesagt habe, der erste Widerstand. Aber das Problem, was wir jetzt natürlich haben, sollte der jetzt wirklich da hochlaufen? Deswegen bin ich auch immer so auf die Reihenfolge auch immer fixiert. Das heißt, wäre direkt da hochgelaufen, wäre es für meine Begriffe einfacher gewesen, weil dann halt schon mal nicht die Käufer von dem Level, von dem bisherigen Tagestief, muss man ja halt auch hier ganz klar reden, weil wir dann halt nicht die Käufer von dem Level dann auch irgendwie als störend dabei haben, beziehungsweise weil halt einfach die Gefahr besteht, dass das hier womöglich reicht, ja. Wir wissen ja alle nicht, was irgendwie heute passiert, was da irgendjemand reingezimmert hat in die Algos als Vorgabe, wo die Kauflevels sind. Und das ist immer so ein bisschen die Gefahr. Das heißt, es können natürlich jetzt sein, dass alles, was ich hier sage, kompletter Blödsinn ist, ja, weil jetzt halt als Beispiel, wie gesagt, da hat was vorgegeben ist in den Algos, wie die Geschichte laufen soll, beziehungsweise halt, wie Orders abgearbeitet werden soll, und wenn da eine größere Position von irgendwo heute rein muss, und dann werden die nicht erst heute Nachmittag damit anfangen, sondern dann jetzt. Und dann würde das bedeuten, es könnte passieren, dass wir halt hier direkt da oben rauslaufen. Wäre jetzt nicht die normale Bewegung, heißt aber auf der anderen Seite nicht, dass es nicht trotzdem auch so sein kann. Und das ist halt so ein bisschen das Problem. Und deswegen verweise ich immer so deutlich und mit Nachdruck auch auf die Reihenfolge. Ne? Das heißt, wenn der zuerst runtergeht, hat das hier ein Fragezeichen. Geht der aber zuerst hoch, fehlt mir ja halt hier überhaupt irgendwo ein Support, sondern ich bin ja dann nur in der Abwärtsbewegung komplett drin. Ne? Weil das sieht man ja, dass da halt ja auch vorher nichts war, beziehungsweise im M15 sieht man es ja halt, hat man sehr schön gesehen, wo dann halt eben auch die Käufer, welches Level die verteidigt haben. Und wenn jetzt halt das entsprechend hier wieder anfängt, und dann wird das hier oben tricky. Und dann haben wir nicht nur das Problem mit der runden Marke da oben, sondern entsprechend halt auch noch hier mit den Jungs und Mädels, die hier von der 926 da halt hochkommen. Und dann hat das natürlich so ein bisschen geringere Wahrscheinlichkeit. Deswegen, mir wäre schon lieber, der Markt wird jetzt hier halt, so wie er sich halt ja gerade darstellt, kann er hier mal kurz irgendwie die Stunde wieder auf Grün drehen, das ist ja völlig in Ordnung, aber halt, wenn wir das jetzt hier gleich unten nochmal angehen und dann wirklich deutlicher darunter laufen, dann kriegen wir hier nochmal bei der 905 nochmal kleine Gegenbewegung und dann die letzte aber dann sehr wahrscheinlich da unten. So, und da kann man jetzt auch nochmal gucken, ob man da halt auch irgendwo vielleicht sogar reinkommt in die Nummer. Ne, hier nochmal deutlicher, das meine ich. Das wurde ja gestern massiv irgendwie halt immer wieder gekauft, dieses Level. Und
kommen von hier unten mit dem Maximum. Da kommen wir auch gerade wieder. Das heißt, wenn wir hier drüber laufen, haben wir dieses Level schon wieder gekauft. Und dann wird es hier oben höchstwahrscheinlich merkwürdig. Das hat natürlich völlig falsche Farbe. Aber nichtsdestotrotz. Erstmal, okay, so was man aber hier auch sieht, ne, ist halt, das Hoch wurde nicht überschritten. Das heißt, wir laufen hier nur noch mal auf Anfang. Das heißt, kann sein, dass wir dann jetzt hier um 9.30 Uhr einmal plapp nach unten machen. Und dann halt die Levels da unten anlaufen. Aber wie gesagt, jetzt hier rein, das wäre dann eher eine Nummer, die sollte man dann vielleicht wirklich dann da unten an den Lows dann halt irgendwie tatsächlich nochmal machen. Und weil wir dann hier keine neuen Hochs haben und auch hier zumindest Gewissheit haben, dass halt ein paar Short-Positionen dann auch aufgelöst wurden, wenn er wieder da runterkommt. Und dann ist es schon möglich, dass wir direkt nach unten dann halt durchdrücken. Also deswegen lasse ich die jetzt erstmal so stehen. Der hier kriegt einen Reverse. Weiß ja nie, was passiert. Kann ja auch sein, dass meine Verbindung irgendwie abreißt. Und dann habe ich zumindest zwei da drin. So, ich gucke mal hier kurz auf die Fragen. Da fragt ja auch gerade irgendwie einer, der Lars, aber tradest du dann den DAO auch außerhalb der Kassazeiten? Also er läuft ja außerhalb der Kassazeiten teilweise sauberer als innerhalb der Zeiten. Und ich sag mal, der Riesenvorteil außerhalb Kassa ist natürlich, dass die Levels, oder wie soll ich sagen, dass man sich halt einfach auf das Bild vom Future natürlich auch viel, viel mehr verlassen kann. Und weil ja auch wirklich nur der Future gehandelt wird. Und da nicht jetzt irgendwie eine, außer der Reihe platzierte Kassa-Order mit irgendwelchen Aktienkäufen da das ganze Bild verhagelt. Und von daher finde ich das halt schon nach wie vor den richtigen Ansatz, das so zu machen. Und spricht auch nichts dagegen. Das Einzige, was natürlich halt tricky ist, ist Volumen. Aber so wie ich das hier sehe, so dünn ist es gar nicht, was da läuft. Sieht auch zum Beispiel keine Gaps hier jetzt oder so und relativ flüssig halt alles. Jetzt auch noch nicht wahnsinnig viel Nachdruck, ist halt auch klar, aber das ist ja okay, das kann aber noch kommen. Aber zumindest jetzt halt hier, der Markt bewegt sich ja. Und jetzt hier eine Spanne irgendwie von 30 Punkten ist natürlich ein Blabla, sorry. Ich komme gar nicht rund heute. Ist natürlich jetzt nicht wahnsinnig viel, die 30, 40 Punkte, die wir hier haben für eine halbe Stunde, aber das ist okay. Nein, und es wird halt, also beim Kassamarkt merkt man ja auch, wenn der irgendwie um 15:30 aufmacht, dass dann halt eben, dass man da halt auch Levels hat, die, ja, dann hat man irgendein lokales Hoch oder so, dann wird einfach mal 10 Punkte drüber gerannt oder beim Tief einfach mal 10 Punkte drunter und dann doch wieder zurück und das kommt natürlich dann halt durch die Aktienkäufe dann zustande. Und das passiert in der Form im Future eigentlich nicht. Also wenn der halt sauber läuft, weil dann natürlich, weil wenn da ja halt irgendwelche Algos oder auch manuelle Trader, muss ich nicht immer nur auf die Algos fixieren, sag mal, was ist denn halt los, auf die Algos fixieren. Und dann ist es halt viel, viel unwahrscheinlicher, dass halt solche Schweinereien dann halt passieren. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand bewusst jetzt als Beispiel so ein Ding dann auch drauf programmiert, jetzt irgendwelche Punkte absichtlich zu überschreiten, unterschreiten, Stops zu fischen oder so, das gibt irgendwie ja nicht wirklich Sinn. Und ich halte das immer eher so für ein Versehen dann halt vom Kassamarkt, weil was man ja oft sieht, ist, dass der Kassamarkt zum Beispiel einfach mal die letzten Lows dann halt unterschreitet, so 10, 20 Punkte und danach geht es dann halt komplett nochmal irgendwie auf Anfang. Und das kommt wahrscheinlich ja eher daher, dass dann halt da irgendwelche Aktienorders, die dann halt mit reinkommen, dass die halt letzten Endes dann halt ein bisschen überprovisioniert waren und dann aber halt der Future dann dagegen gehalten wird und dann kommt es eben so genau zu solchen Geschichten, die dann aussehen wie Stopfishing, aber nicht unbedingt selbiges auch sein müssen. So, ich glaube, mit 9.30 Uhr runter kann man vergessen.
Weil M15 sieht man jetzt ja halt, sagen wir schon, ein neues Hoch jetzt gerade wieder. Und da würde ich eigentlich eher tippen, dass der dann jetzt einmal kurz in Richtung 980 dann da hochschnippt. Und wir da halt mal gucken, was passiert. Würde jetzt auch hier, ja gut, wir haben jetzt gerade 9,26. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich würde jetzt hier mal die 5-Minuten-Kerze abwarten. Aber ich glaube, Zeit hat man nicht mehr wirklich, falls man jetzt irgendwie halt auf Long da gedrillt ist. Was man versuchen könnte, das wäre hier mit Long mit reinzukommen, hier am Point of Control. Falls wir da noch einen kleinen Abstecher hinkriegen. Weil wir haben halt jetzt hier zumindest ein neues Hoch. Ne? Wir hatten hier unten kein neues Tief. Wir haben jetzt hier ein kleines neues Hoch. Das ist ein erstes kleines Indiz dafür. Und wir haben natürlich diese 980 auch noch so ein bisschen da unbeantwortet, nenne ich es mal, in der Gegend liegen. Ne? Und was jetzt halt auch auf der Oberseite jetzt einfach mal eine Anlaufstelle wäre, die halt auch Sinn macht. Trotzdem haben wir hier einen Markt, der nach unten drückt. Das heißt nach wie vor Vorsicht geboten, weil falls es jetzt hier ein Fehlausbruch war und dann wird man das jetzt auch dann relativ schnell zu spüren kriegen. So, die Limit Pullback hängt sich hier gerade dran. Das heißt, würde die jetzt ganz umdrehen, nehme ich die raus, aber sagen wir 27 und gucken. Einfach nur mal da oben hin und dann würde man herausfinden können, was da halt passiert. Im Buch sehe ich nichts, weder unten noch oben. Und würde jetzt natürlich gerne sehen, dass wir jetzt um 9:30 Uhr dann halt einmal richtig da hochspringen. Aber so im so was das Trading angeht, finde ich das eigentlich gerade ganz nett, ne? Weil irgendwie ich versuche das zu erkennen, was gerade läuft und versuche das mitzunehmen und nicht irgendwie rauf runter mich großartig festzulegen und scheint ja erstmal jetzt nicht so falsch zu sein. So, wie gesagt, 9:30 Uhr, das wird dann schon Sinn machen. Ich sichere den auch mal ab hier, weil das sieht ja schon so ein bisschen nach Impuls aus. Und ja, ist vielleicht ein bisschen früh mit der Absicherung. Aber erstmal sieht es doch gut aus. So, komm einmal oben rein in die 80. Und dann kann man sich da oben die Köpfe einschlagen. 29. Ja. Würde ich schon mal jetzt kurz noch. Also man kann jetzt natürlich mitnehmen, ne? Ich meine, dann hat man halt 15 Punkte safe. Aber ich tippe eigentlich schon eher, dass wir jetzt nochmal einen Schuss kriegen zum Ende der 5-Minuten-Kerze. Einmal da oben durch. Also zumindest mal die 80 sollte hier eigentlich kommen. Würde aber jetzt dann halt hier nah rangehen. Ja, weil falls jetzt hier genauso ein Nachimpuls kommt, dann haben wir den so halt dann nicht. Ist okay. Ne, aber waren da jetzt halt dann nochmal 13 Punkte. Nee, was ich halt meinte ist, ne, ich habe ja vorher irgendwie halt davon gesprochen, dass ich da halt unbedingt oder am liebsten runter will. Aber wenn ich aber halt auch sehe, so wie hier jetzt, da unten kommt nichts mehr nach. Und wie ich es ja auch erklärt habe, hier im M15, wir haben den Bereich nochmal gekauft und auch von der Reihenfolge, also ich muss ja nicht wiederholen. Ich glaube, das haben wir auch dann irgendwie, hat man ja auch, glaube ich, verstanden, was damit gemeint ist. Und infolgedessen ist es mir natürlich dann auch lieber, ich bin jetzt hier erstmal ein paar Punkte long mit dabei und in diesen Bereich rein, wenn ich ja halt sowieso schon weiß, in Anführungszeichen, dass es hier oben jetzt nicht mehr so einfach wird da nochmal komplett zu drehen. Weil guckt man sich jetzt mal den M15 an, ja, vergisst mal kurz da oben diesen roten Bereich. Danach hat man ja eigentlich nicht mehr Lust, noch Short zu gehen, ne? Weil das ist ja schon deutlich.
was halt hier passiert. Das heißt, wir haben hier einfach auf den letzten Punkt hier aufgesetzt und damit kann das Ganze eine Range werden. Das wurde gerade am deutlichsten gekauft, wesentlich deutlicher als diese Abwärtsbewegung runter. Und infolgedessen wird er wahrscheinlich eher sogar noch versuchen, tatsächlich dann doch entgegen meiner Annahme vor 9 Uhr, aber da hatten wir dieses Bild auch noch nicht, könnte dann doch versuchen, hier oben jetzt auch nach oben rauszulaufen und über das Tageshoch von gestern. Kann passieren. Da wird man jetzt, glaube ich, ein bisschen genauer dann hingucken müssen. Aber dass jetzt die nächste hier komplett runtergeht, das ist dann halt wiederum im Bereich, beziehungsweise ist dann wiederum die Abteilung eher unwahrscheinlich. Aber gut, so waren es dann halt irgendwie 20 Punkte, nicht ganz hier 18. Und das ist ja ganz okay, behaupte ich doch mal. Nee, und ich meine halt, wie gesagt, es nutzt ja nichts, wenn man irgendwie an was festhält, so plausibel die Idee dann halt auch ist, aber wenn der Markt eben was anderes macht, zeigt und man das nachvollziehen kann, dann bin ich halt plötzlich halt auch mal long. Und eskaliert er halt nicht dagegen oder so, ne? So, jetzt weiß ich schon fast gar nicht mehr, was ich erzählen soll, weil das Problem ist jetzt natürlich, wir haben jetzt erstmal im M15 diese hier natürlich im Nacken, ne? Also diese Aufwärtsbewegung. So, und die wird, wenn ich ja halt davon ausgehe, weil das ist ja halt auch ein Engulfing, beziehungsweise nicht wirklich, da fehlt halt eigentlich der Peak nach unten, aber eigentlich ist es total Wumpe, ja, weil man sieht auf jeden Fall ja ganz deutlich, dass die ganze 9-Uhr-Bewegung eliminiert wurde und wesentlich höher geschlossen hat. Und deswegen, wenn ich davon ausgehe, dass die nicht mehr verkauft wird, dann gehe ich davon aus, dass halt noch eine oben dran gesetzt wird. Und das würde bedeuten, man kann natürlich hier versuchen, nochmal irgendwo in der gleichen Region, wie ich jetzt gerade vorhin den Long gemacht habe, versuchen, dann nochmal reinzukommen. Sollte man nicht unbedingt hier unter diese letzte Aufwärtsbewegung, sondern eher so knapp davor und von dort dann halt versuchen, ich lasse den aber jetzt mal erstmal kurz weg, weil es vom Timing irgendwie gerade nicht so, es ist noch ein bisschen früh, und dann halt versuchen, da nochmal halt dann halt drüber rauszulaufen und dann eben in diesen roten Bereich rein bis rauf auf die 35.000. Und weil ich vermute wirklich, das wird ziemliches Seitwärts. Also es kann sein, dass wir jetzt halt auch direkt irgendwie das Hoch von gestern da halt irgendwie angreifen, weil wirklich wahnsinnig weit ist es ja nicht. Also rein punktemäßig sind es irgendwie gerade mal 60 Punkte drauf. Das ist ja für den Dow ist das irgendwie ja nur ein kurzer Husten, nicht husten wir runter, oder? Kurzes Räuspern, wie auch immer, ja, und das wäre eigentlich gar kein Problem, also rein von der Strecke her. So, aber nett wäre halt, beziehungsweise mies wäre, wenn er halt ganz tief darunter kommt und dann auf den letzten Drücker hochzieht. Mies deshalb, weil wir hier natürlich jetzt auch den letzten Käufer haben, beziehungsweise den letzten Impuls, uns dann natürlich halt so ein bisschen schwierig wird, den dann halt auch noch mal irgendwo richtig einzufangen. So, sagt mal was, ihr seid so ruhig. Nelson sagt auch nichts mehr. Ja, nicht stören. Nein, tust du nicht. Alles gut. Nee, weil wir haben, das Ding ist halt jetzt von der Zeit, ne? Es ist 39, aber den DAX habe ich mir gar nicht mehr angeguckt. Gibt ja auch noch Menschen, die handeln den DAX. Habe ich gehört. Ist aber dann auch nichts passiert, ne? Steht halt irgendwie nur rum. Ja. So. Ja, das ist einfach nur, also hier fragt jetzt jemand, welchen gleitenden Durchschnitt, einfach nur der 20er. Also nichts Weltbewegendes. Und das ist halt auch eher so, weil man natürlich ja schon sieht, ne, dass halt der auch immer wieder ganz gerne irgendwie verteidigt wird und auch mal reagiert
und dass sich da gerne mal dran aufhängt. Den 200er, also den EMA 200, den man ja bei mir immer sieht, da habe ich ja schon ganz viel dazu gesagt. Das ist für mich der größte Mumpitz ever. Aber es ist natürlich meine persönliche Meinung. Ich will ja keinem auf die Füße treten. Aber das ist eigentlich, damit ich sehe, okay, hier wird es jetzt nervig. Da guckst du irgendwie am besten, dass du Land gewinnst. Und weil nämlich halt irgendwie der, ja, irgendwie in aller Munde ist. Warum auch immer. Ich kann es nicht verstehen, weil ich habe noch nie einen Ansatz gesehen, den irgendwie jemand wirklich da auch handeln konnte und auch irgendwie statistisch und so weiter belegen konnte. Viele behaupten immer, ist total super, aber wie gesagt, ist dann eher so ein Punkt, wo es dann gerne auch mal schnell durchgeht, ne? Also wenn es dann halt zum Beispiel wie jetzt hier im M5, wenn es da halt an den EMA 200 geht, was man schon mal sieht, ist dann irgendwie so plopp, das ist eine Beschleunigungslinie. Das ist dann schon mal eher der Fall oder wie hier hat es jetzt irgendwie dann gar keine Rolle mehr gespielt. Und wenn es da halt zu lang dran rumzackert und dann, wie gesagt, gucke ich eher, dass ich halt das Weite suche, um da halt nicht irgendwie mich an was Komischem zu verheddern. Schaust du auf das Close und Future Open? Fragt der Werner. Ja, klar. Also, ist jetzt hier gar nicht eingezeichnet, oder? Muss ich mal irgendwie einschalten. Doch, ist doch. Ich schätze mal, der ist da oben, ja klar. Also man sieht ja natürlich halt schon, ne? Also wenn jetzt hier oben ist ja ist ein bisschen dunkel, aber bei 35.004, das ist dann halt eh schon, das ist schon wieder die Abteilung 35.000, aber generell sieht man ja schon, ne? Dass halt die Farbe von der Kerze, egal ob es jetzt Tag, Stunde oder was auch immer ist, nicht gerne mal eben geändert wird. Und das heißt, man hat dort meistens dann auch Reaktionen knapp drüber, knapp drunter. Und da geht es dann halt in der Regel nicht so wahnsinnig einfach durch. Und klar. Aber jetzt hier stehen wir jetzt erstmal halt rum. Von daher, deswegen habe ich ja vorhin gesagt, noch ein bisschen früh, um da jetzt halt irgendwie direkt eine Order zu setzen. Also im M2 zum Beispiel behaupte ich, spielt überhaupt gar keine Rolle, ne? Also der EMA 200. Der ist ja nur drin, weil er halt in der Template dann halt drin ist. Sondern es war dann für mich ganz klar hier der 20er im M15. Und auch halt das Hoch und daher, das hat für mich wesentlich mehr Sinn gemacht gerade. Und das Ding ist ja halt immer, ich habe ja auch schon öfters was dazu gesagt und geschrieben, ist das, ich glaube, wie hieß der Artikel? 180 Chancen recht zu behalten. Also wenn man halt die Timeframes kombiniert und dann halt irgendwie genügend EMAs und SMAs da rein bastelt, dann hat man immer Hunderte, ja, und kann sich zum Schluss dann einen aussuchen und sagen, ja, guck, der war's. Aber spielt in der Regel eigentlich, behaupte ich, keine Rolle. Außer halt eben für kurze Tendenzen, halt so ein 20er oder so, klar. Ne? Der wird dann irgendwie gerne mal so genutzt, um den Markt halt zu führen. Beziehungsweise um ihn daran halt weiterzuführen und ist aber auch jetzt ja auch nur einfach Standard. Aber klar, selbst dort, wenn ich halt irgendwie von neun normalen Timeframes ausgehe, dann natürlich auch schon wieder neun Möglichkeiten, wo es sein könnte. Und sobald ich dann auch nur einen dazu baue, dann fängt das Ganze an, sich zu potenzieren. Das ist halt dann nicht zu potenzieren, aber zu verdoppeln mit jedem weiteren. Oder? Ja. So, ich würde jetzt halt noch gucken, wenn wir noch eine Abschlussbewegung kriegen mit ein bisschen mehr Anlauf. Also mir reicht dieser Anlauf hier halt auch nicht wirklich, den wir jetzt halt hier haben im M15, um da jetzt halt nochmal long reinzugehen. Der hätte schon ein bisschen tiefer gehen können. Und nicht so oben rumzackern. Von daher kann es jetzt gut sein, dass wir um 9:45 Uhr dann eher, vor allen Dingen, wenn die jetzt irgendwie in Schwarz endet, dass wir dann nochmal so plapp nach unten kriegen und dann müssen wir halt sehen und dann wird es eh schon wieder komisch. Also deswegen wäre hier eigentlich schöner gewesen, deswegen habe ich ja vorhin gesagt, ist mir noch zu früh, weil ihr halt immer alles irgendwie erst auf den letzten Drücker auflöst. Einmal hier unten reinkommen, also so in den Bereich von der Öffnung dann halt nochmal und dann muss es aber auch schnell gehen. Ja.
Also falls da halt irgendwie gekauft werden soll und wir die 980 noch nicht gesehen haben, das kommt natürlich nochmal dazu, Stichwort Reihenfolge. Und das heißt, aber er hat nur noch 4 Minuten Zeit, einmal hier runter und dann pam hoch. Das wäre so eine Abteilung, da wäre ich dann eher noch dabei. So, die 952, ne? Also so der Bereich. Da halt noch einmal ganz schnell reinstechen und ja, weil ansonsten ist mir das zu knapp da oben. Es wäre zwar natürlich hier unter dem letzten, habe ich ja vorhin gesagt, da will ich eigentlich nicht wieder drunter, aber wenn es schnell geht, ist es völlig in Ordnung. Also hier unter dieser letzten Aufwärtsbewegung, die man aber sieht, in etwa zwei gleich langen Bewegungen halt gelaufen ist. Von daher wäre das schon noch in Ordnung. Vor allen Dingen wäre es halt hier vor diesem kleinen Peak hier. Das ist der 2-Minuten-Chart. Den finde ich halt immer, wenn der Markt jetzt nicht so wahnsinnig volatil ist, bisschen klarer als den M1. So, weil ansonsten kann man gleich mal gucken, wie sich das Ganze vielleicht noch. Oh, ich muss mal kurz mich räuspern hier. Sekunde. Wo ist mein Mikroschalter? Aber jetzt, was hast du überhaupt für ein Mikro? Muss ich gerade mal gucken, wo habe ich dich denn hier eingestüppelt? Dann kann man gleich noch gucken, wie der Markt sich über den Tag entwickeln könnte. Habe ich hier Verbindungsstörung oder ist es wirklich so ruhig? Mann, Mann, Mann. Ja, sonst immer kommen hier immer dauernd Kommentare. Heute alle irgendwie ganz anders. Sind alle Konzentriert. eingeschlafen? Ja, alle Short Konzentriert. gefallen. Wer ist Short? Los. Gibt, mach mal hier. Wer. Schreibt mal kurz, wie ihr gerade positioniert seid. Würde mich mal interessieren. So, jetzt sind wir übrigens an der 80. Wir sind alle gerade ein Taxi. Alter. Tschüss. Bewegt ihr sich überhaupt noch? Flat, okay. Flat. Ja, ist gar nicht so verkehrt. Ich bin long, das wird schon. Okay. Nach dem Long Flat. Ja. So. Guck an, ne? Aber das Timing ist halt. Das ist irgendwie, ich sag ja, ich glaube, ich greife nochmal die Doji-Idee auf, weil wenn ich mir das da angucke. Also hier war ja wirklich auf den Tick genau, ne? Aber lohnt sich halt nicht. Also ich meine, die 6 Punkte. Gut, jetzt 8, aber 12 Punkte mitgenommen, 25 Punkte mitgenommen. Ja, schön. Weil das ist hier ist jetzt wirklich Quatsch, ne? Also das ist, was ich ja gerade meinte, das reicht mir nicht da unten um. Weil klar, prompt kommt jetzt nämlich Folgendes, läuft halt direkt dahin, ohne genügend Käufer im Nacken zu haben und läuft genau an die 81 und turnt da jetzt irgendwie 5 Punkte rauf und runter. Das ist dann jetzt halt nicht so klasse. Das wird ein Doji. Das ist irgendwie, liegt es echt so ein bisschen nahe, dass wir nachher wirklich einfach wieder genau hier in der Mitte stehen und dann halt um 11 Uhr auflösen. Weil das hier, wie gesagt, reicht mir nicht. Auch wenn jetzt halt hier, ne, ich meine, das passt ja alles, was ich jetzt so gesagt habe. Also, dass das jetzt die nächste Anlaufstelle ist, aber ne, was soll das hier mit ein paar Punkten rauf und runter? Für meine Begriffe ein bisschen zu wenig. Reicht jetzt auch hier für meine Begriffe ebenso wenig, um jetzt von hier direkt nach oben durchzuziehen, wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren. So. Ja, weil dafür die Korrektur zu tief war. Jetzt haben wir zwar hier, sieht man ja eine fette Order, aber ich weiß nicht. Und gefällt mir trotzdem nicht, um da jetzt halt irgendwie nochmal reinzuspringen, weil mal gucken, was hat hier passiert.
hätte ein bisschen tiefer ansetzen müssen. Wird auch direkt angehandelt. Gerade mal hier mal kurz im Auge behalten. Ich meine, klar, wenn man es long handeln will, dann weiß man, wo der Stop hin muss. Nämlich genau dahin. Beziehungsweise eins ist jetzt gerade gerutscht. Also zwei Punkte Stop. Kann man machen, aber mehr Risiko nicht. Würde ich nicht machen. Also ich habe es jetzt eh nicht gemacht. Ne? Das ist halt hier nur, um zu zeigen, weil wir die Diskussion, beziehungsweise das Thema hier auch schon öfters hatten, was das Orderbuch angeht, das natürlich schon Sinn macht, weil man dann halt einfach schon tickgenau natürlich dann halt auch abpassen kann, wohin so ein Stop muss. Aber wir stehen ja jetzt hier wirklich gerade nur auf der Stelle rum. Weil wenn die durchgehandelt wird, also zwei Fälle. A, wenn da oben jetzt ein Verkäufer sitzt und bläst die hier unten weg und dann wird das dann nicht bei einem Punkt tiefer bleiben, sondern drückt dann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dann halt entsprechend noch nach. Andererseits, wenn es ein Fake ist, wird höchstwahrscheinlich das Gleiche passieren, weil dann ist halt irgendwie klar, okay, da kauft keiner mit und das würde dann auch wiederum zum Bild passen, dass es halt einfach hier die letzten 15 Minuten nicht hoch genug war. So, jetzt kann es natürlich sein, dass dann natürlich die letzte Wahrscheinlichkeit, dass wir dann jetzt eben doch von hier durchknallen, aber wie gesagt, dann reicht halt der Stop hier mit dem einen Punkt unter den 44 Kontrakten. Aber aktuell sieht es erstmal nicht so aus. So. Mal gucken, vielleicht sehen wir es ja noch. Nee. Steht dümm rüm. Alright. So. DAX klebt auch auf der Stelle. Einmal hier 980. Mehr ist da nicht mehr. Also. Deswegen, ich werde jetzt hier wohl keinen Trade mehr kriegen, weil es hat einfach, es gibt einfach keinen mehr, der auch der mir jetzt hier ins Konzept passt. Ne? Ich meine, hätte ich jetzt hier unten long gekauft, würde ich sagen, gut, sichere ich eng ab, gucke, dass ich hier oben durchkomme. Okay. Hier long reingehen. Wie gesagt, wenn dann mit zwei Punkten Stop, mehr sollten es dann wirklich nicht sein. Und ansonsten mit Konzept meine ich halt, etwas, was man halt irgendwie, was in das Konzept von der Idee, wie der Tag letzten Endes auflösen müsste. Und das wird jetzt hier nicht passieren. Also wir werden jetzt hier, glaube ich, nicht den weiteren Tagesverlauf triggern. Glaube ich nicht. Von daher sage ich halt, das macht für mich jetzt irgendwie nicht großartig Sinn, hier noch irgendwie einen Trade zu suchen. Also außer wir laufen jetzt ganz schnell hier runter. Und weil irgendwie sich irgendjemand irgendwo verklickt oder irgendwelche komischen News kommen. Und dann würde ich da unten natürlich dann auch zuschlagen, aber die Chance ist natürlich sehr, sehr gering. So, das heißt, für mich, was den weiteren Ablauf angeht, ich gehe davon aus, dass wir die Longwelle hier weiter reiten. Auch wenn wir jetzt hier oben erstmal Widerstand haben, das macht ja nichts. Das heißt, also eigentlich die gleiche Bewegung wie gestern. Und also von der wie soll ich sagen, vom Muster her. Ne? Also wir sind ja hier irgendwie raufgelaufen. Ach komm schon. Wir sind hier irgendwie raufgelaufen. Und dann halt hier gestern die Korrektur hier wunderbar auf diese grüne Zone. So, dann halt hier neues Hoch. Und selbst wenn man jetzt nur das mal dupliziert, würde ich mal behaupten, ja, ne? Dann ist man auch in dem Bereich. Das heißt, damit würde ich auch rechnen, deswegen ist es ja hier halt auch grün, dass wir halt maximal runterkommen, irgendwie bis 772, wobei das eigentlich schon fast zu viel wäre. Also für meine Begriffe reicht auch hier, wenn wir irgendwie nur einen kleinen Aufsetzer da oben irgendwo haben, in dem Bereich hier, die 855. Und dass wir das dann halt fortsetzen. So. Das wäre so mein Wunschszenario, wie der Markt halt laufen könnte. Und weil jetzt hier, warum jetzt hier korrigieren, also beziehungsweise großartig Short soll, vom Bild her nicht, weil vom Bild her ist es ja
ganz deutlich long. Ne? Ich meine, möglich ist alles, aber dann müssten wir erstmal halt hier die 666 wieder rausnehmen. Und dann ja, aber dann hat man natürlich das Problem, dass man dann auch einen riesen Stop dann da oben hat. Und von daher immer die Frage. Also ich hier groß auf Short wetten, irgendwie Markt muss jetzt irgendwie 1000 Punkte runter. Nee, da bin ich nicht dabei. Und im DAX analog vermutlich. Ne? Also, wie gesagt, ich tue mir da echt schwer, den Kollegen da momentan noch irgendwie für den Tag einzuschätzen. Und weil ich da keine Lust habe, dann morgen wieder irgendwas zu revidieren, nur weil der komplett Banane läuft. Und von daher halte ich mich da zurück. Eingezeichnet ist es ja. Rest wird man sehen müssen. Jetzt hat hier gerade auch noch der Helmut gefragt, wäre es nicht besser, die Webinare auf 14:15 zu legen? Solange du den Dow handelst. Jein. Also die Kassaeröffnung im Dow, die ist auch nicht immer ohne. Ne? Und wie gesagt, die Amis übertreiben es ja halt auch gerne. Und da ist halt schon echt oft der Markt ganz schön speziell unterwegs. Und da muss man auch teilweise kerngesund sein, um das halt irgendwie vernünftig hinzukriegen. Also in den langen Live-Trading-Sessions, zum Beispiel hier, die im Rahmen mit der WOT ja schon ein paar Mal gelaufen sind, hat das eigentlich immer gut funktioniert, aber da ist es aber dann auch nicht isoliert auf diese eine Stunde. Und das ist ja das, was ich letztens auch gemeint habe. Immer dann, wenn man auf eine Stunde festgelegt ist, ist man ja irgendwo in der Pflicht, in Anführungszeichen, dann ja halt auch gewinnbringend abzuliefern. Und das macht es immer so ein bisschen schwierig. Und deswegen finde ich das jetzt momentan, ich würde eher sagen, wir machen das mal so weiter. Auch wenn wir jetzt heute hier nicht viel Bewegung haben, ja, aber wir kriegen in der Regel im 9 Uhr in den DAU genauso Volumen wie in den DAX. Und von daher finde ich das gar nicht falsch. Und man hat ja auch gesehen gerade, ne, auch das, was ich ja vorhin gesagt habe, von dass halt eben Levels nicht mal eben überschritten werden, weil ja halt nur der Future läuft und zu einer Zeit, wo das Volumen ja dann auch zunimmt. Macht es eigentlich ganz angenehm, ne? Also, wenn man sich das jetzt mal nochmal anguckt, ne, weil ich ja vorhin auch gesagt habe, da geht es dann im Future in der Regel nicht mal eben 10 Punkte in die falsche Richtung und dann doch wieder rauf und doch wieder runter. So, das hier, das war ja super sauber, ne? Mega sauber. Hier oben, die 8,1, genau das gleiche in Grün. Mega sauber. Ich habe es zwar jetzt nicht gehandelt, aber das ist natürlich dann auch der Vorteil. Das muss man halt auch mal klar sehen. Auch wenn jetzt vielleicht nicht die Bewegungen nicht so krass sind. Aber das ist dann auch der Vorteil wiederum, ne? Wenn man dann halt Zeit erwischt, wo eben nach wie vor nur der Future auf ist, aber das Volumen nach oben geht. Wäre vergleichbar mit DAX 8 Uhr früher zumindest mal, aber DAX ist ja halt momentan nochmal eine andere Baustelle. Von daher, ich würde das schon mal irgendwie so versuchen beizubehalten und dann einfach mal gucken, wie wir uns da in Zukunft schlagen. Oder, Nelson, wie siehst du das? Bist du dabei? Jawohl. Okay. Nein, also sehr gerne. Am Ende entscheidest du, was da am besten für dich ist, für dein Trading. Und ich bin da offen für die Uhrzeit. Wenn du sagst, wir können auch mal Nachmittag probieren, dann sehr gerne. Aber dann behalten wir das jetzt erstmal bei. Ja, würde ich auch sagen. Gut, alright. Also, von den Bewegungen her ein bisschen überschaubar. Punkte haben alle funktioniert. Und von daher würde ich sagen, müssen wir jetzt auch hier nicht großartig zeitlich da auch übertreiben, sondern können auch an der Stelle eigentlich sagen, war eine fixe Stunde, die eigentlich soweit passabel war, behaupte ich jetzt mal. So. Irgendjemand was dagegen? Bitte, Herr Lutz, bitte vertrag dich wieder mit dem Taxi. Okay, ja, schön. Ja, danke fürs Feedback. Also wie gesagt, DAX, ich habe ja gesagt, es muss ja nicht für immer sein, ja, aber das ist im Moment erstmal besser so. Also ich sehe es ja halt auch jetzt nicht nur an den geposteten Trades, auch an selbst gemacht, wo ich denke, so schon so oft gedacht habe, meine Güte, ey, lass es doch einfach. Das ist irgendwie,
Konzentriere dich auf das, was funktioniert. Und wir haben ja alle keine Beziehungen. Also wir sind nicht mit dem DAX verheiratet, ja. Und nur weil wir Deutsche sind, müssen wir ja nicht DAX handeln. Das steht ja auch nicht irgendwie im Börsenbenimmgesetz oder was auch immer, ja. Also das ist ja eigentlich Mumpitz. Und der DAX ist halt, das ist ja auch so ein Punkt, das muss man auch wissen. Das wissen vor allen Dingen viele Anfänger halt nicht. Es gibt Ich hoffe, es stimmt noch, aber es gibt keinen Wert weltweit nicht, der mehr mit Derivaten belastet ist als der DAX. Und was heißt das? Also zum Beispiel diese ganzen K.O.-Zertifikate, die ganzen Hebelprodukte, jetzt nicht nur auch CFDs, sondern vor allem diese ganzen Scheine, ja, dieser, ich nenne es mal Unsinn, ja, den es da halt gibt, mit dem man halt handeln kann. Nichts hat so viel Derivate wie der DAX. Und wie gesagt, das hat zumindest vor ein paar Jahren mal gestimmt. Ich gehe mal davon aus, da hat sich nicht wahnsinnig viel dran geändert, weil es halt eben ja auch solche Sachen wie K.O.-Scheine, das gibt es ja auch nur in Deutschland. Ja, das ist ja sonst überall, soweit ich weiß, in der ganzen Welt verboten. Und nicht umsonst, darf man sich auch mal drüber Gedanken machen. Gut, CFD ist auch verboten, aber das steht auf einem anderen Blatt, wie ich finde, weil ja halt gerade hier bei FX Flat. Da sieht man ja auch deutlich, dass der CFD genauso läuft wie der Future. Von daher gibt es da jetzt nicht wirklich einen Grund dafür. Man kann natürlich auch Unsinn damit machen. Da gibt es ja halt auch immer wieder ein paar schwarze Schafe, aber mit denen befassen wir uns hier ja halt nicht, beziehungsweise mit denen haben wir nichts zu tun. So, und wenn man, wie gesagt, und das Ganze, was da halt eben zusammentrifft, und vor allen Dingen, weil ja all die diese Derivate anbieten, nur unser Bestes wollen, nichts sonst, ja. Und deswegen ist der Markt natürlich dann auch massiv, dann halt auch entsprechend beeinflusst. Beim DAX ist es kein Zufall, ja. Wenn jetzt irgendwo da ein Level 10 Punkte höher liegt und da mal ganz kurz irgendwie dann halt eine fette Position mal eben den Markt nach oben schießt und dann halt wieder runterkommt. Dort macht es Sinn, ja, weil es natürlich im Zweifelsfalle eine Entscheidung sein kann. Und das ist ja das Verrückte und warum es überhaupt erlaubt ist, ist mir sowieso ein Rätsel. Weil zum Beispiel, wenn jetzt halt, ich nenne jetzt keine Namen, aber wenn jetzt irgendein Emittent als Beispiel einen ganzen Stapel irgendwie K.O.-Zertifikate rausgibt zum gewissen Level und dieser gleiche Emittent hat auch noch einen Eigenhandel. Und dann kann der halt letzten Endes hingehen, sieht dann, okay, hier, wir haben das und das Level erreicht, das sehe ich, DAX bei, wo stehen wir momentan, 15.000, irgendwie 800 irgendwas. Und dann sieht der, oh, okay, also der jetzt, der die ganzen Derivate rausgegeben hat und denkt sich, er fehlen eigentlich nur 10 Punkte. Ja, dann gehe ich doch mal rüber irgendwie zu meinem Kollegen und der den Eigenhandel betreibt und fragt den, ob der nicht mal irgendwie gerade halt, das ist natürlich ganz profan gesprochen und natürlich auch so nicht eins zu eins in der Wirklichkeit, aber theoretisch, ja, wäre das der Weg zu sagen, ey du, schieß mir mal irgendwie da oben den Markt mal irgendwie 20 Punkte nach oben, kauf mal die ganzen Futures da weg. Weil dann habe ich nämlich halt ein Problem weniger und ansonsten habe ich ein Loch in der Kasse. Ja, und theoretisch machbar. Und die Absprache an sich ist, so also behaupte ich, verboten, ja, das so zu machen. Aber allein die Tatsache, dass halt eben da der gleiche, was, Heiko? Dass die Möglichkeit halt einfach bestehen würde und zu nahe liegt, dass es so gemacht wird. Ne? Das ist, das weiß ich nicht. Also alles sehr, sehr merkwürdig. Was? Ich glaube, der Heiko, da musst du nochmal ausholen. Es steht sogar im Prospekt, dass Hedging dazu führt, dass der Markt in Richtung des Basiswerts beschleunigt wird. Okay. Ich brauche das Mikro. Genau, gib dem Heiko ruhig mal das Mikro. Wenn ich was Falsches Ja, gesagt haben sollte, bin ich der dann Erste, der hier schreit. schaue ich mal, dass ich den Heiko hier finde. Moin, übrigens. So, mal gucken. Jetzt. Okay, ich wollte gar nicht meinen Bildschirm übertragen. Mir reicht das Mikro. Erstmal wunderschönen guten Morgen. Ja, der Doc hat das ja, ich weiß jetzt gar nicht, sieht man überhaupt was? Nee, ne? Ich habe gerade nicht meinen Bildschirm. Das macht leider die Software. Ich habe dem Dirk eigentlich den Bildschirm wieder zurückgegeben, wenn er das Ja, annehmen Moment, möchte. ich
Ich schalte hier einfach mal um, und damit man nicht mich im Vordergrund sieht, wenn der Heiko redet. Guten Morgen, Heiko, erstmal. Jo, wunderschönen guten Morgen. Also bei mir, ja, genau. Genau, das, was der Dirk ausgeführt hat, das ist so fast richtig. Ich habe mich da auch lange und ausführlich auch mit jemandem von dem Emittenten unterhalten. Und das Interessante ist, es passiert eigentlich eher automatisch, dass der Markt zu einer Knockout-Schwelle hingezogen wird. Der Grund liegt daran, dass natürlich der Emittent kein offenes Risiko haben möchte. So, und wenn jetzt der Markt zu so einer Knockout-Schwelle hinhandelt, dann ist der im Hintergrund auch im Future, sind die Überhänge gehedged. Und dieses Hedging läuft dann halt im Future halt ab. Und dieses Hedging und das Auflösen dieser, weil der ja dann weiß, wenn die Knockout-Schwelle erreicht wird, dann hat er ein offenes Risiko, weil dann die Futures dastehen und dann ist das, sind das halt also naked dastehen. Und deswegen muss der halt dann entsprechend dieses Hedging in Richtung Knockout halt auflösen, was dann zusätzlich dazu führt, dass der Markt automatisch dahin gezogen wird. Und das Interessante ist, wer sich mal von einem Knockout-Produkt das Prospekt durchliest, ich hatte das sogar mal als Screenshot gehabt, mit gelb markiert, also so mit so einem Maker angemakert, da steht sogar drinne in den Prospektbedingungen, dass genau dieser Fall, also diese Kursbewegungen zum Knockout hin, ein Phänomen halt ist, und das steht sogar in diesen Prospektbedingungen drin, dass das halt passieren kann, dass die Hedging-Aktivitäten dazu führen, dass das Produkt ausgenockt wird. Also von daher, wahrscheinlich hat sich noch nie jemand im Leben sowas mal durchgelesen. Ich habe es gemacht und es steht tatsächlich drinne. Ja, und es ist jetzt nicht eher die Absprache zwischen dem Eigenhandel, sondern es ist einfach das Risikomanagement, was hinter diesem Produkt halt steht, was diese Überhänge halt abhedgen muss. Und wenn das halt von vielen Emittenten gemacht wird auf einer Marke, da ist man ja auch ein bisschen abgekommen, dass da auch unterschiedliche Marken nun mittlerweile oder sehr weit verbreitete oder verteilte Marken auf vielen Levels ist. Früher hat sich das noch viel mehr konzentriert, führt das dazu, dass der Markt dann halt durch diese Marke, durch das Auflösen der Hedge-Position halt durchgezogen wird, und dann geht es halt wieder in die andere Richtung, genau. Und das kann man halt ausnutzen. Also, aber ich muss sagen, ganz ehrlich, ich habe das früher mal sehr aktiv genutzt, genau auf die Knockout-Schwellen hin zu spekulieren. Weiß nicht, ob das heute auch noch so, also mir kommt zumindest jetzt nicht so vor bei runden Marken, wo Knockouts liegen. Ja, gab früher auch so eine Knockout-Map, da hat man alle Emittenten gesehen oder wo welcher Emittent auf welcher Schwelle liegt. Und hat sich dann immer die rausgesucht, wo dann die größten 5, 6, 7 Emittenten liegen mit ihren Knockout-Schwellen, und hat dann dahin gehandelt. Aber ich selber muss sagen, habe die letzten 10 Jahre da nicht mehr drauf geachtet, oder ja, eher 15 Jahre. Aber es war früher ein beliebtes Spiel. Ja. Ja, ist ja dann tatsächlich noch wesentlich einfacher als, also beziehungsweise jetzt halt ohne die Absicht dahinter, die ich ja da halt auch so ein bisschen gar nicht mal durch die Blume unterstellt habe. Aber so wie du es erklärst, macht es natürlich dann halt auch echt viel mehr Sinn. Und Ja, ja, klar, genau. aber da streicht ja halt eben auch das, was ich ja auch grundsätzlich gesagt habe, ne? Genau, ja. Also das, Dass wir also wie gesagt. Derivate belasten, einfach halt einen Markt haben, oder dass diese Derivatebelastung das ist, was den Markt auch so anstrengend macht und Ja. was viele Anfänger halt gar nicht auf dem Schirm haben, ne? Ja, Und also das ist das Thema trifft, also der DAX, der Derivateüberbau im DAX ist ja phänomenal groß gegenüber anderen Indizes. Was sich aber so langsam umdreht, vielleicht das auch nochmal aus der, man hat ja jetzt wieder am Freitag diesen Squeeze-Markt gesehen, ne, in USA. Und das liegt halt auch mittlerweile daran, dass dieser derivative Überbau mittlerweile so groß ist. Das ist echt absurd. Zum Freitagsverfall wurden in einer wöchentlichen Option bei Amazon 500.000, also ja, 500.000 Calls gehandelt. Also Quatsch, 50.000 Calls, das entspricht 5 Millionen Aktien, die halt in Derivaten gehandelt werden. Und ich glaube, keine Ahnung, die Amazon-Aktie hat, keine Ahnung, 20 Millionen Umsatz am Tag. Das ist halt massiv, ja. Und da fallen halt auch diese Hedging-Aktivitäten mittlerweile von den Market-Makern, die dahinter stehen. Die halt, also in den USA sind es halt nicht die Emittenten, sondern die Market Maker, die ja dahinter stehen.
die die Gegenseite des Trades aufnehmen. Und auch deren Hedging führt dazu, dass halt so ein Markt dann wie am Freitag dann halt so konstant squeezed, ja, wie man das am Freitag auch gesehen haben, weil da wirklich große Positionen mittlerweile in Optionen gedreht werden, die, also wo viele, wenn ich jetzt die Ami-Seiten lese, wo viele sagen, das ist weit, also das mittlerweile das 10- oder 20-fache von dem, was halt früher da gedreht wurde. Ja, und das führt dann halt zu diesen, ja, man hat es ja am Freitag gesehen, ja, wenn da die wenn in den großen Positionen, ich hatte mir mal so eine Seite angeguckt, die ganzen Optionen auf Einzelaktien, ja, weil die Amis haben, ja, wer kauft sich schon eine Amazon-Aktie für 3.600 Dollar? Also was macht man? Man nimmt die Differenz, indem man halt einfach einen Call-Optionsschein nimmt oder eine Call-Option, Optionsscheine haben die ja nicht, eine Call-Option nimmt, die kostet halt 5 Dollar. Und dann gib ihm eine Option, entspricht 100 Aktien, und dann kann ich halt 100 Aktien für 500 Dollar handeln, ja, anstatt 3.600. Ne? Und da sind die Amis jetzt im ganz großen Stile dabei. Ja. Ja, danke für die Ausführung und dass du dir die Mühe machst. Und überhaupt, dass du hier bist, ja, es ist mir immer wieder eine Ehre. Ja, ich habe auch jetzt gleich einen Termin, deswegen ich muss los und ich, ach so, ja, da kann ich ja gleich nochmal Werbung an der Stelle machen. Ich bin ja morgen Nachmittag dann da, genau. Morgen Nachmittag wieder Future Trading mit FX Flat und Stereo Trader. Mal gucken, was da losgeht. Also Dirk, dir einen schönen Tag noch. Nelson, wir hören und sehen uns ja morgen und für alle, genau. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht zu sehr gelangweilt. Nein, es war perfekt, super. Vielen Dank, Heiko. Richtig gut, danke dir. Ja. Schönen Tag dir, ciao. Gut, das war doch ein schönes Outro auch hier für das Webinar. Und würde ich sagen, machen wir hier dicht. Ne? Mhm. Ist ja alles soweit fein. Und wie gesagt, auch hier die Ausführung vom Heiko, der das natürlich halt schon wesentlich länger halt auch macht, das muss ich auch mal ganz klar sagen. Und da wesentlich bessere Einblicke hat als ich. Und von daher finde ich das natürlich dann auch gut, wenn das halt dann entsprechend nochmal untermauert wird. Ja, schön. Also, dann sage ich an der Stelle danke fürs Dasein. Und man hat gerade gesehen an den Teilnehmerzahlen, das fand ich gerade ganz spannend, wo der Heiko kam, plötzlich alle wieder da geblieben, weil ein paar gehen ja immer weg, wenn halt irgendwie so das Schlusswort naht. Und plötzlich, hast du es auch gesehen, Nelson? Ja, habe ich gesehen, ja. Komplett stagniert, keiner mehr gegangen, alle nur noch gelauscht. Sehr schön. Und man sieht, das ist wie beim Abspannen mit dem Film, es lohnt sich manchmal dann doch noch irgendwie das letzte Wort abzuwarten. Und auch in diesem Sinne gebe ich nämlich dann jetzt auch das letzte Wort an den Nelson und sage nochmal danke, hab einen schönen Tag und freue mich aufs nächste Mal und morgen dann halt, morgen war das, ne, mit dem Heiko. Genau, Mittwoch um entsprechend morgen Nachmittag. Ja. Sehr schön. Ja, vielen Dank, Dirk. Für das Webinar heute. Das fand ich auch sehr interessant. Ich schließe mich dir den Feedbacks an und freue mich schon auf das nächste Mal. Tatsächlich hören wir dich und sehen wir dich ja nächsten Montag mit dem Helpdesk-Webinar. Also da auch nochmal die Ankündigung. Ansonsten wünsche ich allen Teilnehmern einen erfolgreichen Tag, eine erfolgreiche Woche. Vielen Dank fürs Dabeisein und natürlich auch hier das aktive Mitmachen. Und ja, würde mich freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind und natürlich morgen vielleicht auch dann bei Heiko, wenn Sie Zeit und Lust haben. Bis dahin, alles Gute, bleiben Sie gesund und ja, bis zum nächsten Webinar. Vielen Dank, ciao, ciao.